Sandy. Hi. Tommy. Hi. Okay. Ich muss dir was erzählen, ey. Was denn? Weißt du, was ich gerade gesehen habe? Ich habe Jesus gesehen. Jesus? Ja, in meinem Auto. Er war sogar angeschnallt. In deinem Auto? Ja. Und das an Ostersonntag. Komm mit, ich erzähl's dir. Geil. Hey. Und als ich diesen Trailer hier gesehen habe, dieses kurze Video zu Ostern, dachte ich, das ist es. Einfach, dass wir uns bewusst machen, Jesus ist hier. Er ist auferstanden, aber er ist jetzt hier. Er sitzt hier irgendwo in der Reihe oder vielleicht steht er neben mir oder er sitzt vielleicht neben der Karin. Wie auch immer, Jesus ist da. Und ja, manchmal, wir sehen ihn oft mit unseren Augen eben nur nicht so richtig passiert, wie wir es hier eben gesehen haben. Nicht? Der junge Mann sitzt in seinem Auto, macht Lobpreis, singt und ist sich auch bewusst, Jesus guckt zur Seite, plötzlich sitzt Jesus da. Ich glaube, eigentlich ist es sogar das Normale. Wir leben so ein bisschen in dem Unnormalen, in diesem Unnormalen, dass wir Jesus nicht sehen. Aber das Normale ist, Jesus ist da und Jesus, wir können ihn sehen. Vielleicht machen wir uns das einfach bewusst, dass das möglich ist. Weil nämlich, ich habe meine Notizen jetzt alle nicht hier. Genau, weil die Menschen in der Bibel, das waren schon so die Ersten, die diese Osterfreude erlebt haben, die haben es, glaube ich, noch mal viel krasser erlebt als wir, haben die Kreuzigung mitbekommen, haben mitbekommen, wie Jesus wirklich gestorben ist, haben ihn tot gesehen. Manche haben ihn tot gesehen, viele der Jünger waren ja schon mal gleich gar nicht da. Aber sie wussten, Jesus ist einfach tot, mausetot. Und 3 Tage später wird dann behauptet, er ist da, er lebt, er ist auch verstanden. Und zuerst glauben sie es nicht und immer mehr haben ihn dann doch tatsächlich gesehen. Und da waren 2 Jünger, 2 Freunde von Jesus auf dem Weg in eine Stadt, in eine andere Stadt. Und auf dem Weg, so wie dieser junge Mann jetzt eben, auf dem Weg begegnen sie einem Mann und unterhalten sich mit diesem Mann. Und diese beiden Jünger, diese beiden Freunde von Jesus, die erzählen, schütten ihr Herz ein bisschen aus, diesen Mann, der mit ihnen da auf diesem Weg unterwegs ist, laden ihn dann zum Essen ein und beim Essen, als sie dann dieser Gast, den sie dann eingeladen haben, als er das Brot bricht und sie Abendbrot essen, da werden ihnen die Augen geöffnet und sie sehen, es ist Jesus. Und die sind total aus dem Häuschen. Jetzt habe ich den Bibelvers leider nicht hier, der heute Morgen in der Losung stand, aber da steht, sie brachen das Brot und die beiden Jünger, die dort waren, ihnen wurden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass es Jesus ist. Und das feiern wir heute, weil auch wenn wir Jesus ganz oft eben gerade nicht sehen oder nicht so vor Augen haben, aber er ist da, er hat gesagt, er ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Also, und er sagt auch, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Also, wenn wir ihn jetzt mal nicht gesehen haben, wie der junge Mann da im Auto da plötzlich, wups, Jesus ist neben ihm. Also, wenn wir Jesus ab und zu nicht sehen oder meistens nicht sehen, ich habe ihn auch noch nicht gesehen, können wir uns damit trösten, er ist trotzdem auf jeden Fall da. Aber ich möchte ihn auf jeden Fall schon sehen, bevor ich sterbe, da bin ich mir schon mal sicher, weil ich weiß, dass viele Menschen auch nach der Himmelfahrt Jesus noch gesehen haben. Steht zum Beispiel auch in der Apostelgeschichte. Also, Jesus ist auch jetzt noch zu sehen und ich mache meine Augen auf und irgendwann gibt Gottes Geist noch was dazu, weil von uns selber werden wir Jesus nicht sehen können und dann sehe ich Jesus auch und ich freue mich drauf, wie dieser junge Mann da, das ist genial. Das ist geil, wollte ich schon fast sagen, aber ja. Jesus nahm, ich lese mal vor aus Lukas 24, Jesus nahm das Brot, dankte Gott, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Also wie gesagt, sie haben das vorher gar nicht mitgekriegt, dass es Jesus ist. Und haben die ganze Zeit schon geguckt und ihn aber nicht erkannt. Ich begrüße auch die Onliner, die per Livestream auch dabei sind oder sich die Predigt hinterher angucken. Und wir feiern diesen Gottesdienst gemeinsam mit Gott, unserem Vater, mit Jesus, der die Auferstehung in Person ist, der leiblich, körperlich auferstanden ist. Mit Jesus feiern wir auch diesen Gottesdienst. Und mit dem Heiligen Geist, der die Kraft der Auferstehung ist,
der das macht, dass Jesus auferstanden ist. Und mit dem Heiligen Geist, der die Kraft in uns ist, die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, der Heilige Geist, diese Kraft ist auch in uns, in mir und in euch. Amen. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam beten. Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du hier bist. Ich möchte dir danken dafür, dass wir dich erleben dürfen, dass wir dich spüren dürfen, dass wir dich denken dürfen, was auch immer, manchmal mehr denken, manchmal mehr spüren. Und auch wenn wir dich nicht spüren und denken, bist du trotzdem da. Danke dafür, dass du nicht davon abhängig bist, dass wir ein tolles Gefühl oder gute Gedanken über dich haben, sondern dass du trotzdem da bist, dass du uns beschenkst heute an diesem Morgen. Wir machen unsere Herzen auf, um zu hören, was du uns heute zu erzählen hast von Gott, von deinem Reich, von dieser neuen Welt, die du gebracht und begonnen hast, als du hier auf diese Erde gekommen bist und die du nicht wieder mit in den Himmel genommen hast, sondern diese neue Welt, die jetzt hier ist. Danke dafür. Amen. Tja, es ist wieder soweit. Wir feiern es alle Jahre wieder. Nicht, dass das Christuskind geboren wurde, sondern dass der Herr auferstanden ist. Ja, der Herr ist auferstanden. Und er lebt. Halleluja. Und warum freuen wir uns denn dann so arg darüber? Ja, ich habe mir auch sagen lassen, Osternacht, ihr wart dort, ne? Gerd und Carol und Gerd, in der Markuskirche, Kirche brechend voll. Und die Osternacht erlebt, ja, wenn dann um 5 Uhr oder so, Zeit wurde umgestellt, die Sonne aufgeht nach der Nacht. Und das Schöne ist natürlich, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Weil sonst ist es ja so weit weg, ne? Du feierst Ostern, Auferstehung und irgendwie, ja, was hat es jetzt mit mir zu tun? Und vielleicht ist es deswegen bei mir so intensiv, wie ich finde, ich bin da ganz aufgeregt, wenn es um Jesu Auferstehung geht, weil ich stehe dienstlich gesehen, ja, und als freier Redner oft an Gräbern. Und dann schauen die Menschen da rein und oft ja nur noch in so ein Loch, weil die Urne da rein versenkt wurde und sind zu Tode betrübt. Der Tod hat zugeschlagen. Dieser Stachel, der sitzt tief, das tut weh, wenn ein Mensch gehen muss und wir ihn verlieren. Oft auch jung und ungerecht. Der eine jung, der andere alt, andere arm, der andere reich. Und ja, dann stehst du da und was jetzt? Und ich habe mich sehr gefreut, als ich die Zeitung, die lese ich jetzt hier auch mit dem iPad, spart Papier und so, ne? Brumm, brumm. Und habe die Osterausgabe gelesen von den Erlanger Nachrichten und ich dachte mir, ich lese nicht richtig. Da ist richtig das Osterfest als Hoffnung für diese Welt. Und da zeichnet sich einer, der Rainer Jungkunz, den habe ich schon mal eine E-Mail geschrieben, weil der jedes Mal irgendwas gegen den Glauben und gegen die Kirche gesagt hat. Jedes Mal, wenn ich da was lese, steht ihr Name drunter. Seitdem schreibt er anders. Wirklich? Viel ausgewogener. Leute, merken wir, wir können Einfluss nehmen. Wir können Einfluss nehmen auf diese Welt. Und vielleicht hat mich da Gott ein bisschen gebraucht, dass ich so einen heiligen Zorn hatte. Und jetzt schreibt er, das Osterfest ist die Hoffnung für diese Welt, die so im Argen liegt. Und Menschen haben Angst vor den Kriegen, vor Seuchen und Gefahren, gell? Und diese Meckerei und dieser Hass überall im Internet und überall, ja. Und jetzt brauchen Menschen etwas, was Bestand hat, worauf sie hoffen können. Und wir können auf diese Hoffnung bauen. Ja, wir sind eine GmbH, eine Gemeinschaft mit berechtigter Hoffnung. Ja, sagt es mal den Menschen, ne? Und ich dachte mir, auch wir waren auf so einer kleinen Konferenz, wir waren eigentlich schon groß, ne? Die Holy Spirit Night in der Stadthalle. Hansi als Feuerwehrmann stand auch dabei, ja, haben uns gesehen. Und da hat einer aus der Ecclesia-Gemeinde hat eine kleine Story erzählt, nämlich die Ecclesia Nürnberg, sind ja 1000 Menschen oder so, lauter junge Menschen. Ich freue mich immer, wenn ich da so dabei sein darf mal. Und dann erzählt der Jugendpastor, also sie waren im Maritimhotel, glaube ich, da sind die eingemietet,
weil sie bis jetzt noch keine eigenen Räume haben. Und der letzte Gottesdienst ist um 17 Uhr, der ist dann um 19, 20 Uhr, geht es dann ans Aufräumen. Es dauert bis 1 Uhr nachts. Und dann haben die aber, irgendeiner mit dem VW-Bus, ein 3 Meter großes weißes Kreuz dahin gefahren und nun war der Bus weg. Tja, was mache ich jetzt mit dem großen 3 Meter Kreuz? Naja, dann hat er es nach Haus getragen. Er hat es halt in die Siebenkässtraße, das ist beim Aussetzplatz, und ist da hinterm Bahnhof raus mit dem 3 Meter weißen langen Kreuz hier. Und er hat gesagt, ich habe noch nie so viel, es war nachts 2 Uhr, da sind immer viele Menschen unterwegs. Die kommen dann meistens aus den Clubs und Diskos nach Hause. Er hat noch nie solche vielen guten Glaubensgespräche gehabt, wie in dieser Nacht um 2 Uhr. Weil die Leute sich alle erstmal amüsiert haben und gesagt, was machst du da? Ja, ich trage das Kreuz nach Hause. Ja, was soll denn das? Wo kommt das her? Was, wie? Und dann musste er einfach sagen, was das Kreuz für ihn bedeutet. Das ist eine gute Frage an uns auch, ja. Was bedeutet, ich habe auch immer eins, entweder anstecken oder umhängen. Was bedeutet denn das Kreuz? Und dann natürlich auch die Auferstehung. Ich weiß nicht, hat nicht genau detailliert gesagt, was er den Leuten, den Menschen da geantwortet hat. Aber eine Antwort, finde ich, ist die, die der Paulus mal gibt, in Römer 6, die Verse 3 und 4. Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wir sind von Paulus her, der geht noch viel, viel tiefer. Also die Freude an der Auferstehung, dass wir mit ihm leben werden, dass wir in Ewigkeit, in Herrlichkeit beim Vater sein werden, das ist ja die eine Sache und Freude. Und da hopsen wir und springen wir rum. Ne? In manchen Kirchen wird auch am Sonntagmorgen der Tod ausgelacht und der Teufel. Ich glaube, in der anglikanischen Kirche und in Afrika bestimmt irgendwie weitestgehend, ja. Da wird der Tod ausgelacht. Wir können jetzt in diesen Stachel, diesen schlimmen Feind, können wir auslachen, weil Jesus hat ihn besiegt. Aber es geht noch tiefer. Die Kreuzigung und Auferstehung hat ganz viel mit unserem Leben, mit uns allen zu tun. Und Heidi, du hast gesagt, naja, du hast Jesus noch nicht gesehen. Doch, doch. Wir können Jesus mit unseren geistlichen Augen sehen. Weil wir mit ihm gekreuzigt wurden, unser alter Mensch, und wir sind mit ihm jetzt schon auferstanden. Das ist so ganz anders irgendwie. Der Paulus in dem Kapitel 6 in Römer, gell, der entfaltet das so schön, verbindet auch das Kreuz mit der Taufe, wo wir ja getaucht, untergetaucht werden und der alte Mensch da ersäuft. Und dann kommt es raus aus dem Wasser. Ne? Deswegen liebe ich die Ganztaufen und nicht nur ein bisschen Wasser beträufeln, das sollte es ja nur angedeutet werden, sondern ganz runter und dann ganz hoch. Mein alter Mensch darf ganz sterben und ich bin jetzt ein ganz neuer Mensch. Und das verbindet mich mit Ostern so ganz anders und mit dem Auferstehungsfest. Ich darf einmal im Jahr ganz besonders dem Sieg Jesu über den Tod gedenken und einmal im Jahr ganz besonders daran denken, dass ich mit ihm auch gekreuzigt wurde. Der alte Kerl da, der da immer wieder die Macht übernehmen will, ja, und sein Ego rausstellen will. Und ich bin mit ihm bereits geistlich auferstanden. Es gibt tatsächlich mehrere Auferstehungen, wenn man so will. Die erste Auferstehung, die wir gehabt haben, das ist die geistliche Auferstehung, die Wiedergeburt. Ja, es ist tatsächlich dann geschehen. Paulus sagt es. Wir sind mit ihm auferstanden und wir wandeln in einem neuen Leben. Die zweite Auferstehung wird dann sein, naja, wenn wir gestorben sind und er dann uns herausholt, so wie er aus dem Grab gestiegen ist, werden wir
aus dem Grab steigen und in Herrlichkeit bei dem Vater sein. Wohl dem, ja, der Glauben hat. Weil denen ist es eben vorbehalten. Es ist allein der Glaube, der uns da rettet und der uns ja, dieses Tor öffnet in die Herrlichkeit des Vaters. Und ja, was machen wir jetzt damit? Ne? Also, ich finde, dass gerade das Osterfest, die Kirche war brechend voll, dann feiert man und dann, nach ein paar Tagen, womöglich schon am Sonntag drauf, ist die Kirche brechend leer. Brechend leer. Ja, dann geht man wieder in den Alltag über und wartet halt aufs nächste Fest, dann kommt Pfingstfest, dann wieder so ein, wieder voll, dann wieder leer, dann kommt natürlich die Weihnachtszeit und Advent und an Heiligabend wieder voll und dann wieder leer. Und irgendwie, das wäre traurig, wenn unser Leben so wäre. Wenn wir nur den Hochfesten fröhlich sind und feiern die Auferstehung, wir feiern Jesus. Und eigentlich, und es sollte doch so sein, wie der Luther auch sagt, in seinen 95 Thesen, die erste ist die, dass das Leben eine Buße sei, eine Umkehr zu Gott, eine Umkehr zum Vater, täglich aufzustehen und aufzuerstehen und das eben in diesem neuen Leben zu wandeln. Und ja, dann ist das ganze Leben ein Osterfest. Wäre das mal was? Jeden Tag so eine Freude wäre an Ostern? Schön wäre es, ne? Irgendwie haut es nicht ganz so hin. Aber warum eigentlich nicht? Warum können wir uns nicht so freuen, dass dieser alte Mensch, das alte Leben dahin ist und ich jetzt in einem neuen Leben wandle? Natürlich erwarten wir jetzt bald ja, das Pfingstfest, 40 Tage oder 50 Tage und dann klappert es nochmal gewaltig. Und dann haben die Jünger und alle seine Jesu Nachfolger und Folgerinnen diese Kraft von oben bekommen, die ja mehr ist als nur Religiosität. Als so ein bisschen Christsein und ich habe Hoffnung und Werte, ist ja auch ganz nett. Aber ja, es ist noch viel mehr. Es ist noch viel mehr. Denn Jesus spricht uns so viel zu. Er hat uns das Reich Gottes zugesprochen. Er hat uns eingesetzt. Er sagt, ja, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Geht hin in der Kraft des Herrn. Geht hin in dieser Auferstehungskraft, mit dieser Hoffnungsbotschaft. Und dann kann ich sagen, ja, aber ich bin doch so schwach. Wie kann das gehen? Ja, freilich, du bist schwach, aber Christus ist und lebt in uns. Ich finde, dass wir schon Jesus sehen können. Ne? Ich finde, wir können ihn mit geistlichen Augen sehen. Denn schließlich hat er Wohnung genommen in jedem von uns. Etwas, was ich immer wieder mal nicht ganz so verstehe. Was die Bibel da sagt, ne? Dass deswegen, wenn wir beten, uns neigen und hier auf diesen Körpermittelpunkt blicken, ne? Weil da Christus ist, weil da Jesus ist, weil er da Raum und Platz genommen hat. Tja, wie kann das gehen? Und ja, es ist so, dass wir an Jesus dranbleiben, und zwar täglich. Und da kann Freude, auch Auferstehungsfreude, auch immer wieder neu entstehen. Und Jesus sagt, ne, weil wir ja wiedergeborene und auferstandene Christen sind, dass wir an ihn dranbleiben sollen, täglich. Und das ist eine Entscheidung. Ne? Das ist eine Entscheidung, die vielleicht mal so gesehen, wir haben vor 33 Jahren geheiratet, ne, Sabine, und da haben wir ein Ja gesagt, ne? Und das wäre jetzt so, wenn man sagt, wie, na dann feiern wir das halt einmal im Jahr und küssen uns mal und sagen uns, dass wir uns lieb haben und die anderen 364 Tage, die leben wir dann halt so dahin. Jeder für sich, ne? Jeder tut sein Ding, dann ist es so eine WG und Lebensgemeinschaft und einmal im Jahr feiern wir wieder unseren Hochzeitstag und freuen uns. Ja, sie sollten
das Leben und die Liebe feiern. Wir sind ja auch ein anderes Bild, Erben des Reiches Gottes und Gottes Kinder geworden. Und das kannst du auch so dahin leben, du gehst deinen eigenen Weg. Oder du kommst jeden Tag und sagst, hallo Vater, hier bin ich, was ist heute dran? Und wie ist es mit der Freude in dem Herrn? Jesus sagt, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Wir sind irgendwo jetzt eingeladen, vielleicht auch verpflichtet, aber das finde ich immer nicht so schön, eine Pflicht zu tun, sondern eingeladen zu einem Leben, wie es Jesus in seinem Wort sagt. Er hat uns ein neues Gebot gegeben und dieses im neuen Wandeln, ne, wie Paulus ja auch sagt, wir wandeln jetzt in einem neuen Leben. Und wir sind jetzt später dann ja eingeladen. Ich finde es auch gerade schön, dass wir heute das Abendmahl feiern. Als die Emmaus-Jünger unterwegs waren und Jesus sich zu ihnen gesellt und er dann das Brot bricht, auf einmal erkennen sie den Herrn. Und schwupps war er dann auch schon wieder weg. Also wir können heute im Abendmahl so ganz bewusst Jesus sehen und ihn wahrnehmen. Und ja, er bricht uns immer wieder neu das Brot. Wir feiern es ja ungefähr, ja, doch einmal im Monat, planen wir es immer schön ein, am Sonntag. Die Katholiken zum Beispiel feiern jede Woche Eucharistiefeier, ne? Finde ich gut, dass wir ganz bewusst jeden Sonntag so auftanken und dann immer wieder neu in dieser Auferstehungsfreude, in diesem Brot gestärkt und dem Wein dann in den Alltag gehen und da einen Unterschied machen in unserem Leben, in dieser Welt. Vielleicht mal eine E-Mail schreiben an einen Redakteur, wenn er was Böses sagt, dass er wieder korrigiert wird. Vielleicht mal mit einem weißen Kreuz nachts durch Tennenlohe oder Erlangen oder wo. Ich weiß irgendwann wahrscheinlich, bestimmt mal probieren. Ich habe es auch mal gemacht. Ich bin ja ein bisschen heller angezogen. Was hatte ich da an? Ich glaube, ich war schneeweiß angezogen. Und mit einem bunten Hemd und so ein bisschen wie das. Und bin dann auch durch Erlangen. Ja. Ich hatte, glaube ich, 10 Gespräche mit wildfremden Menschen. Einfach, weil ich so gestrahlt habe. Hey Leute, geht von uns noch eine Strahlkraft aus? Oder sind wir eher zu Tode betrübt? Also wir bleiben in Karfreitag stecken. So. Ja, es tut natürlich weh, ne, wenn was Altes stirbt, der alte Mensch. Aber dann schwupps hin zur Auferstehung, zur Freude im Herrn. Weil das ist unsere Stärke und unsere Strahlkraft. Das ist was, was Menschen haben wollen. Wenn sie merken, oh, da hat jemand Werte, schön. Ja, da hat jemand Sinn im Leben, auch schön. Da hat jemand Hoffnung, wunderbar. Aber so eine Freude und Strahlkraft, geht es noch irgendwie? Kommt da noch was? Ich finde es schön, dass der Heilige Geist so eine Frucht davon Freude ist. Die erste ja Liebe und dann Freude und dann einen tiefen Frieden. Und das, wenn das Menschen uns merken, dass wir geistlich auferstanden sind und in einem neuen Leben wandeln, das einen völligen Unterschied zur Welt macht, das muss doch irgendwie was ausbewirken. Gell? Das muss mehr als nur Spaß und Partystimmung oder so. Und immer nur Grins oder irgendwas oder alles nur positiv sehen. Aber ja, nee, wir können jetzt schon, weil wir einen Heiligen Geist hier haben, weil Christus in uns lebt, den Unterschied in dieser Welt machen. Den Unterschied in unserem Leben. Und es ist, da möchte Jesus ja durch uns in dieser Welt als Licht scheinen. Manchmal denke ich mir, oh, ich bin ein kleines Flämmchen, ne? Also ich brauche dringend Sauerstoff und Befeuerung. Und das kann man auch, das können wir alle befeuern und uns dessen bewusst sein, tja, dass wir dafür geschaffen wurden, Lichter in dieser Welt zu sein, die so finster ist, in diesem neuen Leben wandeln, weil wir doch mit ihm auferstanden sind, weil wir Menschen Hoffnung bringen können, Liebe
und Freude. Vielleicht oft nur ein offenes Ohr, ein Zuspruch. In den Arm nehmen. Das geht als geistlich auferstandener, wiedergeborener Mensch. Da habe ich mit meinem Ego und mit mir selbst irgendwie und mit der Sünde schon gleich gar nicht wirklich etwas zu tun. Es findet ja immer noch ein Kampf statt, weil Luther ja sagt, der alte Kerl, der kann schwimmen, ne? Der Adam, der muss jeden Tag ersäuft werden, der muss immer ja, in Zaum gehalten werden und dieses Neue, das dürfen, da sind wir auch eingeladen dazu, jeden Tag immer wieder dem sich bewusst zu machen. Ich denke schon, dass es eine Erkenntnisgeschichte ist, die von hier oben ausgeht, die mit dem Herzen zusammenarbeitet, die mit dem Heiligen Geist natürlich befeuert wird. Aber das ist deine und meine Entscheidung, in dem Neuen zu wandeln, wieder immer wieder neu zu Gott zu kommen. Und die unsere Sonntage hier und jetzt heute mit dem Abendmahl ist auch wieder eine Entscheidung, zu sagen, ja, Herr, hier bin ich, sende mich, mache du mit mir, was du möchtest. Ich habe das vor 1988, ich zähle schon gar nicht mehr mit, das sind dann 36 Jahre, glaube ich, ne, das mein Leben Jesus hingegeben und habe gesagt, mach mit mir, was du willst. Das war gefährlich. Ne? Ich wusste, glaube ich, nicht so wirklich, ich habe es nicht ganz überschlagen, weil sag doch mal mit 23 Jahren, Herr, jetzt nehme ich und nimm mich hin, ja, und mach mit mir, was du willst. Und er hat es gemacht. Er hat Raum mit mir genommen und seitdem wandle ich mit ihm und er mit mir durch diese Welt. Dieses Bewusstsein zu haben, das ist anders als Religion, als nur Regeln einhalten, als nur zu lesen, aha, da steht's und dann lernst du und immer mehr und dir platzt der Schädel vor lauter Bibelwissen. Und minimal bekommst du es hin, umzusetzen. Ich finde es umgekehrt viel besser. Lieber ein bisschen weniger wissen und mehr umgesetzt. Wer wäre da dabei? Da wäre eigentlich ja dabei, ne? Franziskus war so einer. Der kannte kaum was von der Bibel. Und die paar Sachen, die er kannte, die hat er zu 100% umgesetzt. Dazu lade ich uns ein. Und wir dürfen auch nicht vergessen, ich weiß nicht, wer so an den Geräten sitzt, da irgendwo im weltweiten Web. I don't know if you understand me, if you watch me in Africa or so. But come to Jesus and give your life to him. Komm zu Jesus und gib dein Leben hin. Weil ohne dass diese geistliche Wiedergeburt jetzt standgefunden hat, wird es auch keine Herrlichkeit beim Vater geben. Ich wäre ja auch gern dafür, dass es irgendwie so eine Art Vielversöhnung oder gar fast alle oder... Wer denn bitte? Aber die Schrift ist so klar, dass sie sagt, aus Glauben allein durch Jesus und aus Gnade. Aus Glauben allein. Und ja, und selbst wenn es nochmal die zweite Chance gäbe, egal, ich glaube, ich weiß nicht, die Schrift sagt es nicht so klar. Aber wir sind eingeladen, jetzt ein Leben zu führen in der Auferstehungshoffnung und Freude. Da kann man doch nicht Nein sagen. Da kann man dann eigentlich nicht wirklich Nein sagen, wenn dieser Glaube so voller Freude ist und Hoffnung und positiv und voller Liebe und für alle Menschen und Toleranz im Sinne Gottes und Jesu. Das muss doch so ansteckend sein. Und dazu lade ich uns ein, dass wir heute zu ihm kommen und wieder ganz neu Ja zu ihm sagen. Ja zu einem Leben, aus der Auferstehungsfreude, die nicht mehr nachlässt. Also ich habe mal irgendwann mal die Gabe des Sprachengebets empfangen und ich dachte mir danach, dann wird es aber richtig klappern im Karton oder so. Ne? Aber dem war gar nicht so. Das ist nicht so das, wo ich sage, ja, jetzt hast du so eine Gottesgabe, Geistesgabe bekommen und jetzt kannst du ordentlich mal rein, ja, und bekehrst 100 Menschen auf einmal oder so. Nee, das geschieht alles so im Stillen. Das ist so ein Reden mit Gott in Geheimnissen. Besser ist es, klar zu reden vom Evangelium mit Menschen. Aber, tja,
Wir müssen nicht aus eigener Kraft Freude irgendwie produzieren. Das macht der Heilige Geist mit uns. Und das finde ich, Ostern feiern und schön wieder nach Haus gehen und morgen nochmal ein Feiertag und dann geht es wieder zum Alltag und du merkst, wie es dann immer weniger wird mit dieser Auferstehungsfreude. Man räumt die Sachen weg, wenn wir auch so eine Krippe da stehen, so eine Auferstehungskrippe-Szene. Ne? Irgendwann denkst du, naja, jetzt wird es Zeit, jetzt ist ja dann Pfingsten, räumen wir es weg. Ne? Vielleicht lassen wir den Auferstandenen irgendwo stehen und das leere Grab, damit wir uns erinnern können, hey, ich bin mit Jesus auferstanden und mein alter Mensch ist gekreuzigt und ich habe einen Auftrag, ich bin als Licht in diese Welt gesandt. Jesus will mit mir durch die Welt gehen, durch meinen Alltag. Und ja, dazu lade ich uns ein. Dazu spielen wir jetzt ein bisschen Musik ein, dass wir jetzt mal eine Entscheidung treffen. Ich finde, das Evangelium, die Bibel, Gott selbst ist Veränderung. Glaube ohne Veränderung, Glaube ohne Werke, wenn man so will, aber Glaube ohne Veränderung ist tot. Wenn sich gar nichts tut. Und Gott will uns einladen, jetzt wieder neu Ja zu ihm zu sagen. Vielleicht, ich weiß nicht, an den Geräten eventuell, jemand das erste Mal Ja sagt. Und nicht nur Religion, ein bisschen Christsein, ein Anstrich von außen. Und innen ist es tot. Jesus will uns auferwecken zu einem ewigen Leben. Er will in uns Raum nehmen, in dir. Und wieder neu, dass du auch Ja sagst. Sagst Jesus, ich möchte in der Auferstehungsfreude leben, jeden Tag. Ich gebe mich nicht mit weniger zufrieden. Hab doch mal einen Augenblick der Stille und treff deine Entscheidung. Und dann bete ich mit uns. Lieber auferstandener Jesus Christus, wir danken dir, dass du so gehorsam warst und bist für jeden Einzelnen auf dieser Welt und für jeden Einzelnen hier im Raum und an den Geräten, ja für mich, gekreuzigt worden und du bist auferstanden. Du hast das alles für mich getan. Und mein alter Mensch ist mit dir gekreuzigt worden. Das, was verurteilungswürdig war, das ist jetzt schon gestorben. Und jetzt bin ich und sind wir mit dir auferstanden. Geistlich ist dieselbe Kraft, die dich von den Toten auferweckt hat, die lebt, die ist in uns. Das ist eine Kraft der Freude, der Liebe, des Friedens. Jesus, du siehst vielleicht auch das Zögern von einigen von uns. Wir brauchen keine Angst haben, zu dir zu kommen und Ja zu sagen. Ja, Jesus, komm und nimm mein altes Leben. Nimm mich hin und mach mich zu einem Werkzeug des Friedens. Komm mit deinem Licht und erhelle meine Finsternis. Ich gebe dir mein Leben, weil es gibt nichts Besseres, als aus deiner Kraft zu leben. Und auch wieder neu, die wir schon lange dabei sind. Vielleicht schon 20, 30, 50 Jahre. Deine Kinder sind. Und irgendwie
wie sich nichts verändert hat oder einfach keine rechte Freude da ist. Jesus, wir kommen wieder, ich komme neu und halte mein Leben in mein Herz, meine Seele, dass du mich erfüllst mit deinem Geist und deiner Auferstehungsfreude, mit deinem Licht. Ja, dein Heiliger Geist tut dieses Wunder. Und wir dürfen jeden Tag kommen und sagen, Herr, hier bin ich, sende mich, erfülle mich mit deiner Liebe, mit deiner Freude, mit deiner Kraft, die in den Schwachen mächtig ist. Wir sind Kinder der Freude und nicht der Angst. Danke, Jesus, dass wir dieses Osterfest, Auferstehungsfest, so ganz bewusst erleben können. In dem Bewusstsein, dass wir mit dir auferstanden sind. Dass du in uns lebst und regierst. Dass da eine Strahlkraft kommt und da ist, die höher und stärker ist als alles Humanistische und Gute und Sonstige auf dieser Welt. Sie ist auch stärker als die Traurigkeit und die Verletzungen in unserem Leben. Danke, Jesus, dass du uns geheilt hast, dass du uns veränderst, dass du uns heiligst, dass du uns so lieb hast, über die Maßen. Das dürfen wir heute feiern. Wieder neue Auferstehung. Und das jeden Tag und das jeden Sonntag ganz besonders. Danke, Jesus, für die Einladung. Wir dürfen heute mal so ganz bewusst auch mit dir wieder neu Abendmahl feiern. Essen und trinken, aber ganz besonders diese Gemeinschaft mit dir erleben, diese enge Beziehung leben. Zusammen essen, zusammen leben. Wie wir zusammen gestorben sind und zusammen auferstanden sind. Danke dafür. Wir feiern und singen jetzt dieses wunderbare Lied zusammen und sagen Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ja, Gott spricht auch zu dir. Ich will dich segnen, wie ich Abraham und Sarah gesegnet habe. Und du sollst ein Segen sein. So geht hin in dem treuen und großen Frieden Gottes. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Shalom. Und einen wunderschönen Ostersonntag, Auferstehungssonntag. Und wer will, kann vorne an der Wunderbar noch mit uns zusammen einen Kaffee trinken.